Herzlich willkommen hier zu einer weiteren Folge am Arsch. Ich fahre jetzt mit dem Traktor mit der Ballenfresse Richtung Heufeld, zu Feld Nummer 23. Vorbereiten des Heupressens, also das Pressen von Ballen. Aktuell ist da noch nichts geschwattet, da noch kein Heu ist. Normal wenden würde ich es nicht. Denke mal, das ist nicht nötig. Dann müssen wir kurz überlegen, ob wir noch düngen müssen. Ne? Dann werden wir mal nachschauen. Ja, links ist unser Tabak, rechts ist unsere Gerste. Gerste ist für ein Bier, Tabak ist für den Unkraut. Der Kästenmittelherstellung. Vielleicht werden wir noch ein Feld kaufen, mal sehen. Ein reifes Feld zum Beispiel wäre ganz gut. Schauen wir mal, ne? Ich muss mal schauen, ob ich Feld Nummer 23 angeschlossen habe. Aber ich glaube nicht. Wäre aber auch nicht ganz so interessant, weil ist ja nicht so groß, ne? Unser bisschen Heu kriegen wir noch gefahren. Gepresst. Der ist auf 44 mal gut. Oder 36 vom Düngerstapel her. Ich wollte mal die anderen schauen. So, 92 geht's und 3 geht's. So, 19 könnte gedückt werden und 3. Obwohl. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob es schon gedüngt wurde. Das heißt, hier müssen wir ein Wachstum abwarten vielleicht. Das könnte sein. Aber das testen wir ganz kurz. Wir sind eh um die Ecke gleich runtergefahren, wenn wir so sowieso. Von daher ist es nicht ganz so dramatisch. Das heißt, hier mal ganz kurz antesten und ob Übersichtskarte das dunkler wird, also dunkelblau. Ob es hier was zu sehen ist. So. Das brennt offen. Also rein optisch zu sehen ist nichts. Und hier ist auch nichts zu sehen. Gut und nicht gut. Warten. So. Hier ist bereit für die Ernte. Also das, also die drei Felder. Die eine Ecke werden wir wahrscheinlich später machen. Dann brauche ich noch einen Düngerstreuer für 3. Diese beiden Felder. Gucken wir mal, ne? Wir haben noch ein paar da. So, wir haben Traktoren. Dann schauen wir uns mal an, ob der Raps, der Raps war schon, ging auch nicht. Dann schauen wir mal, Dünge. Hopfenfelder, die Hopfenfelder 18 und 17. Mal schauen, ob wir nächstes Jahr das Sägewerk gebraucht bekommen. Das Kiesberg. Dass wir mal irgendwann eine Brücke in Angriff nehmen können. Aber das Jahr wird nichts.
Wir müssen unsere Einnahmen stärken, also das ist das Hauptproblem. Das heißt, wenn die Beetproduktion gut läuft, dann könnte was draus werden, ne? Und Rinder, das dauert auch noch ein bisschen, bis die schlachtreif werden, wobei ich die weiblichen Tiere noch behalten werde. Auflegereifen, ja. Mal ganz kurz gucken. Ist hier auch eine Verfärbung, ob es hier eine Verfärbung geben würde? Glaube nicht. Das heißt, wir machen mal eine kleine Probe um die Ecke. Und schauen wir nach. Optisch gesehen ist nichts. Und an der Karte ist auch nichts zu sehen. Gut, das macht nichts. Wir werden mal ganz frech hierher fahren. Aber jetzt ist es blöd. Da können wir nichts machen. Warten. Dann müssen wir aufwarten. 23 war markiert. Hier war auch. Und auf warten, bis Wachstum kommt. War irgendwas reif? Ich habe überlegt gehabt, erstmal das Feld zu kaufen, 45, aber davon nehme ich erstmal Abstand, das ist mir zu weit weg. Da wäre eher wie Feld 4 zum Beispiel noch interessant. Das ist jetzt was da für eine Frucht. Mais. Ja, dann wäre eher die 4 eine Option, weil es einfach dichter ist. Oder die 16. Was sind 16 drin? Anscheinend nichts. Gekuppert. Da kommt ja garantiert auch Mais rein oder sowas ähnliches. Also 16 oder die 4. Die 4 ist Mais. Würde passen. Vom Geld her würde es auch gehen, bisschen leihen, und hier bei Feld 16 würde es auch gehen. Weil es nämlich wichtig, dass wir die Gesamtmenge kriegen. Hier 8 und 9 wäre interessant noch. Also solange wir hier nichts machen können, machen wir ein Holz. Geht ja nichts anderes, ne? War jetzt noch nicht reif. Hier sind wir noch mal früh was bekommen. Aber nicht heute. Und morgen ist auch nicht reif, laut Seasons Menü. Also ein bisschen Holz machen und dann nachher ja, Glockenfräsen zum Beispiel muss noch gemacht werden, ne? Also das werden wir noch hinkriegen. Das Mist ist ja fertig. In der Produktion. So. Ja, jetzt kommt der Sommerfest. Das sagen wir, dass wir Frühling. Aber Realleben kommt auch. Realleben kommt auch. Jetzt die warme Jahreszeit. Ich werde eh schon gebraten hier im Raum.
Aktuell habe ich hier 28 Grad. Das ist Wahnsinn. Muss ich mal sehen. Aber noch können wir ja Fenster aufmachen, da ist jetzt nicht ganz so tragisch. Da muss ich jetzt aufstehen. Das mag ich auch nicht. Kitzel. Ja, schlimm. Oder auch die Brille, kann auch sein. Das ist die Brille. Sauvi. Seht das nicht. Naja. Durchhalten, ne? Oh, die gelbe Tonne ist auch da. Ja, die war auf gelber Sack. Baustein. Mittwoch, glaube ich. Oder Dienstag. Bin ich bei mir auch gehören. Die sehen nur schön aus. Könnte sein, ne? Ist ja auch mein Fell. Ha! War nicht Baumklau. Mit der Fräse arbeiten. Weg damit. So, jetzt haben wir noch ein paar Sträucher so stehen, ne? Also so kleine Zwerge hier. Muss weg. Oh ja, doch, paar mehr sind schon. Keine großen Riesen mehr, aber halt Bäume. Ist halt so. Die wollen ja alle zu meinem Segelweg. Alles für die Brauerei. Ich habe schon Bäume gepflanzt und daher ist es aber es dauert noch mindestens 3-4 Jahre. Ich glaube sogar 5. Die erste Generation ist schon einmal gewachsen. Eine Lanze, die will ich runter. Jetzt schon. Uhrzeit? Keine Ahnung. Wo ist halb 7? Ah, da oben ist eine. Oh, da geht weg, ne? Egal. Ist der Wald hier fast erledigt. Oben am Sägewerk bleibt noch was, im alten Sägewerk. Aber da können wir dann andermal wegholzen. Eine Mission zu machen. Wenn man eine gute Option Geld zu verdienen, ne? Na guck mal, was gibt es für eine Aufgabe? Haben wir lange nicht gemacht. Klar, speichern. Was haben wir denn? 65 Düngen, da kommen wir glaube ich gar nicht hin.
46, 41, 64, 16 Düngen, das machen wir gleich, ne? Zertieren. Das ist 19. Die Lage war noch weh, siehst du? Die 16 sind mir genau gegenüber. Ist ja gerade vorne zu Ende. Und dann müssen wir jetzt auch noch zurückfahren. Ja, da kommen wir bei. Mit Mühe und Not, aber wir kommen vorbei. Fangen wir vorne an Ecke an oder fangen wir hier an, ist egal. Beim Düngen ist egal. So. Kursgenerierung. Habe ich die angenommen? 16 Düngen. Sich verabschiedet. Das hat er sich verabschiedet? Gibt's doch gar nicht. Gut, dann ist. Was haben wir jetzt in der Nähe für Felder? 52. 52 und 47 und 46. Und die 54. Kann man jetzt zwar nicht merken. So. Nehmen wir die 48. Dann 43. Mal sehen, tun wir es nicht. Kartoffeln, ja klar. 42. Hm. 58. Düngen. 65 kommen wir nicht hin, glaube ich. 63. 60. 8. Elf, neun. Wird er gierig, ne? Gut, fangen wir bei der 48 an. Haben wir garantiert nicht bei, ne? Gut, 48, wo ist das? 47, 45. Das ist von uns aus gesehen Straße hoch und von da. Das mal einklappen. Mal gucken hier, ob ich auch Reifkurse habe irgendwie. Alt 0. Muss ich mal gucken, ne? Hier ist kein Kurs. Dann können wir auch kein anschließen. Ne? Gut, dann fahren wir mal so. Nicht so aufwendig, da jetzt hinzufahren. So, liebe Schauer, das soll es dann für heute gewesen sein. Dann sagt mal tschüss und ciao, ciao. Ja, morgen geht's weiter. Ich denke mal voll mit Düngen. Tschüss.